Guten Morgen miteinander. Es ist schwierig, nicht zu singen, oder? Von dem, was unser Leben prägt, von dem, was Gott für uns da hat, in der Schöpfung, am Karfreitag, an Ostern. Wo wären wir ohne Ostern? Wären wir heute da? Wohl kaum. Ostern ist der Grundpfeiler für einen christlichen Glauben. Ich stutze manchmal, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, ich stutze manchmal, wenn ich Todesanzeigen von gläubigen Menschen lese. Es steht fast nie etwas von der Auferstehung drin. Ist euch das auch schon aufgefallen? Verständlicherweise steht vom Traurigsein, vom Abschied nehmen. Das stimmt alles, das ist schmerzhaft, das ist real. Aber ich glaube, wir haben eine Botschaft, die Welt hören muss, dass das eben nicht der letzte Punkt ist. Dass die Auferstehung kommt, dass es Ostermorgen geworden ist, dass Jesus auferstanden ist, der gekreuzigt worden ist, auferstanden ist zum Leben, zum ewigen Leben. Und wenn wir mit ihm verbunden sind, und das ist das Geheimnis vom Evangelium, wenn ihr und ich, wenn die christliche Gemeinde, die Menschen, was ich dem anvertraue, Jesus verbunden sind, dann werden auch wir auferstehen. Und dann ist unser Grab nicht das Letzte in dieser Welt. Wirklich nicht. Dann ist die Auferstehung, das neue Leben, der verwandelte Leib. Das ist die Realität. Aus dem heraus dürfen wir leben. Und darum möchte ich heute mit euch einen Teil von Ostern nochmal wie teilen. Ostern ist nicht irgendeine Feiertag. Ostern ist der Boden, wo wir draufstehen. Ostern ist das, wo wir davon leben. Das, was uns erfüllt, das, was uns die Kraft gibt. Wenn ihr den Paulus leset in seinem Brief, dann redet er von der Auferstehungskraft. Von dieser Kraft, die in den glaubenden Menschen lebt. Von dieser Kraft, die vom Ostermorgen herkommt, die der Tod überwunden hat. Und diese Kraft lebt in uns. In dir und in mir. Diese Kraft gibt uns Kraft, um wieder aufzustehen. Ihr habt alle schon Niederlagen erlebt in eurem Leben. Die, die ein Geschäft haben. Ich will gar nicht zu viel sagen von denen, die jetzt ein Restaurant haben. Ihr habt alle schon Niederlagen erlebt in eurem Geschäft. Es geht nicht ohne. Ich kenne das auch. Ich bin jetzt auch ein Sozialunternehmer, ein Stück weit. Ich kenne das auch. Wir erleiden Niederlagen in unserem Geschäft. Aber die Frage ist, können wir wieder aufstehen? Haben wir eine Kraft, um weiterzugehen? Oder im Leben, in den Beziehungen. Es geht ja nicht immer alles rund. Es geht ja manchmal auch schief. Können wir einander vergeben? Finden wir Kraft, um einander zu vergeben? Finden wir Kraft, um wieder die Hand auszustrecken, aufeinander zuzugehen? Und dort sage ich, Ostern ist die Kraft. Der Auferstandene ist die Kraft für genau das. Die Kraft, um wieder aufzustehen. Wir alle fallen. Die Kraft, zum Aufstehen und weitergehen. Die Kraft für dich, jetzt von Ostern her erfüllt, weiter deinen Weg zu gehen im Leben. Das werde ich euch einfach ganz fest zusprechen. Diese Kraft. Und etwas anderes möchte ich auch sagen. Wir haben daheim, Claudia und ich, an Ostern, haben wir aus dem Johannesevangelium Kapitel 20 gelesen. Und wenn man die Ostergeschichte liest, dann gibt es auch Elemente drin, die uns ein bisschen zum Schmunzeln bringen sollten. Ich weiss nicht, habt ihr das auch schon geachtet? Johannes Kapitel 20 ist zum Beispiel die Rede davon, wie in den anderen Evangelien auch, die Ersten, die eigentlich das realisiert haben, dass Jesus auferstanden ist, sind Frauen gewesen. Ich hoffe nicht, um uns Männer beschämen, aber damals hat das, was eine Frau sagt, zum Beispiel vor Gericht, nicht so für voll gehalten. Und wir sehen in der Auferstehung, dass der lebendige Gott Frauen würdigt. Oder wir sehen, dass es wie ein Wettrennen gibt. Johannes Kapitel 20, leset das einmal. Also, dem Petrus und dem Johannes wird gesagt, das Grab ist leer und sie müssen schauen. Sie springen los und dann kommt eine ganz lustige Sequenz. Sie sind losgesprungen, aber sie sind nicht beide gleich schnell gewesen.
Man kann eine Vermutung haben, warum. Die Vermutung in der Tradition ist, der Petrus ist ein bisschen älter als der Johannes. Und der Junge springt voraus zum Grab, schaut einmal ein erstes Mal rein, geht aber interessanterweise nicht rein. Das ist ganz schön. Er wartet, bis der Ältere kommt. Ihr älteren Leute unter uns, wäre doch schön, das zu erleben. Die Jungen springen voraus, aber sie warten dann, wenn es ums Entscheidende geht. Sie lassen uns den Vortritt. Sind das eine ganz schöne Finesse über den Respekt vor dem Alter. Also der Petrus kommt und er darf dann zuerst reingehen. Und dann, wenn man weiterliest, dann ist eine ganz lustige, kurze Sequenz, wo Maria Magdalena, also Maria aus Magdala, Magdala ist eine Ortschaft in Galiläa, die hat man ausgegraben, die gibt es. Genau, wo Maria Magdalena dann wieder am Grab ist, allein am Grab ist, die Engelserscheinung hat sich umgedreht und sieht Jesus und schnallt nicht, dass es Jesus ist. Und dann heisst es im Evangelium von Johannes, ganz lustig, sie hat gedacht, das sei der Gärtner. Ich weiß nicht, sind ihr auch schon mal über das gestolpert? Also ich finde das einen wunderbaren Vergleich übrigens. Kleiner Nebenast. Jesus als der, der den Garten von unserem Leben pflegt. Hä? Viele von euch haben Garten. Da muss man Unkraut jäten, da muss man düngen. Die einen erleiden es, die anderen haben Lust dazu. Genau. Jesus als der Gärtner von deinem und meinem Leben, er jätet manchmal Unkraut raus. Ist nötig, dass er wirklich ein bisschen aufräumt. Er tut düngen, damit es kommt. Er pflegt es und er hegt es, damit es etwas wird. Jesus als der Gärtner, ich muss einfach schmunzeln, wenn ich so Sachen im Evangelium lese. Also, aber heute wollen wir ein bisschen über das Matterhorn haben. Vielen Dank für diesen Steilpass. Glauben und doch nicht sehen. Und bevor ich den Bibeltext mit euch anschaue, möchte ich nochmal sagen, aber wenn denn das Matterhorn nie erscheint, dann sind wir nicht schlecht beraten, nicht zu glauben, dass dort ein Matterhorn ist. Oder? Es braucht schon Leute, die das Matterhorn gesehen haben. Oder? Auch wenn es hinter dem Nebel ist. Wir alle wissen, das gibt es. Und das, was hier in dieser Geschichte drin ist und im Evangelium drin ist und im Neuen Testament drin ist, das sind ganz viele Menschen, die eben gesehen haben und uns bezeugen, dass sie gesehen haben. Oder? Wenn das nur jemand gesehen hat, ja, kann man sich ja täuschen, oder? Das könnte ja irgendein Irrtum sein. Aber es sind nicht nur die Frauen gewesen und es sind nicht nur die Jesus-Jünger gewesen, es sind Hunderte von Menschen gewesen, die haben können mit ihrem Leben bezeugen, er ist tatsächlich auferstanden, erlebt. Wir schauen das Wort aus dem Evangelium an, Johannes-Evangelium, Kapitel 20, es sollte eingeblendet werden. Ich lese es. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, der Ostertag zu oben, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer der zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen, das war also heute, Ostern, eine Woche später, abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht,
Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und zieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Liebe Gemeinde, man kann sich fragen, warum ist der Thomas beim ersten Mal nicht dabei? Sind ja die Jünger beieinander. Er ist nicht dort. Hat er etwas Wichtiges abgehalten? Hat er anders zu tun gehabt? Hat er sich bewusst ferngehalten? Man muss sich vorstellen, die Verfassung der Jesus-Jünger und Apostel nach der Kreuzigung, das ist die Katastrophe für sie. Die Hoffnung auf das, was sie die Hoffnung auf ihn gesetzt haben, das hat sich irgendwie nicht so realisiert, wie sie es gedacht haben. Oder, vielleicht ein bisschen positiver, hat der Thomas ein bisschen Zeit gebraucht, um zu überlegen, was jetzt eigentlich mit dem allem ist. Wir wissen es nicht. Aber eins wissen wir, wenn so etwas passiert wie am Ostermorgen, dass man das wirklich kann und soll glauben, dann muss es Personen geben. Verschiedene Personen, dass es nicht subjektiv einfach ist. Viele Personen, damit das glaubwürdig ist, was da passiert ist. Also die Frauen, die Jesus-Jünger. Aber in dem Paulusbrief sehen wir im 1. Korinther, dass der Paulus sagt, da sind noch viele andere, die ihn gesehen haben. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch leben, etliche aber sind entschlafen. Der Paulus schreibt das etwa 20 Jahre nach Ostern. Oder? Und was er der Gemeinde sagt, ist, hey, ihr könnt dann übrigens noch fragen, gell? Das erzähle nicht einfach ich euch, sondern ihr könnt noch Zeugen befragen. Da gibt es Leute, die das selber erlebt haben, die ihn selber gesehen haben als der Auferstandene. Und einer davon ist der Thomas. Und der Thomas, der hat eben so ein bisschen den Ruf, du Daniela hast es schon angedeutet, er hat den Ruf, er sei der Ungläubige. Aber versetzen wir uns einen Moment in seine Situation. Es passiert etwas, was vorher in der Weltgeschichte noch nie passiert ist. Nämlich, dass einer vom Tod aufersteht. Das ist sehr außergewöhnlich. Hat es gar noch nie gegeben. Und jetzt hört er die anderen von dem erzählen. Ja, soll er jetzt einfach das glauben? Also etwas, was es noch nie gegeben hat in der Geschichte dieser Welt. Und jetzt wird ihm das erzählt und dann sagt er, super, ja, genau so ist es. Nein, er reagiert nicht so. Und ich glaube, die wenigsten von euch, und auch ich glaube nicht, dass wir so reagieren, dass wir sagen, oh, das ist super. Ja, ich glaube alles, was auf mich zukommt. Nein. Dann sagen, ja, aber das, also das ist so etwas Verrücktes und Ungeheures, das muss ich selber aber sehen. Ich muss den Auferstandene sehen, ich muss seine Wunden sehen, damit ich das überhaupt kann glauben. Das gefällt mir eben, wenn ihr Johannes-Evangelium Kapitel 20 lest, dann seht ihr, das sind ganz normale Menschen. Wie du und ich. Das sind Leute, die Erfahrungen im Leben gemacht haben. Das sind nicht einfach naive und leichtgläubige und völlig unkritische Menschen, die, wenn irgendetwas auf sie zukommt oder heute im Internet lesen sie etwas über Corona, dann denken sie, genau so ist es. Oder? Das sind Leute, die ein bisschen kritisch denken und wir sind auch gut beraten, da nicht einfach auf alles gerade einsteigen, der entlang am Weg kommt. Und der Thomas reagiert, wenn man es überlegt, völlig nachvollziehbar, dass er das nicht einfach gerade glaubt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Und zwar ein Bild von einem von meinen Lieblingsmalern. Das ist ein italienischer Meister, der Caravaggio. Ganz ein verrücktes Leben gehabt. Wenn ihr mal eine spannende und verrückte Biografie lesen wollt, über ein verrücktes Leben, könnt ihr die vom Caravaggio lesen. Zum Teil nicht so erbaulich, aber was er geschafft hat, ist, er war ein Meister gewesen, biblische Geschichten auf einen Punkt zu bringen. Es gibt ein wunderschönes Bild über Emmaus.
gibt andere Bilder von ihm. Das ist das Bild über den Thomas, über die Szene, die wir jetzt gelesen haben. Das ist ein Bild, das er im Auftrag von einem römischen Mäzen gemacht hat. Ist 200 Jahre lang in einem Palazzo in Rom gegangen und dann auf Berlin gekommen, zum preußischen König. Man kann es heute noch anschauen im Schloss Sanssouci in Potsdam. Es ist ein berühmtes Bild. Es ist ein Bild mit lebensgroßen Gestalten. 1,7 Meter auf 1,46 Meter, wo genau von dieser Erzählung inspiriert ist. Was interessant ist, er schafft quasi alles auszublenden und konzentriert uns auf einen Punkt. Er ist ein Meister von Hell- und Dunkelmalen. Der Hintergrund verschwindet in der Dunkelheit. Er ist ein Meister von der Dramatik. Und manche von seinen Bildern, ich denke, auch das wirken, wie wenn man einen Film gemacht hat und der Film im entscheidenden Moment anhalten tut. Die Handlung verdichtet er auf den entscheidenden Moment. Wir sehen vier Personen. Ich glaube, es ist recht klar, von euch aus gesehen, links Jesus als Auferstandene. Was auffallend ist, damals hat man praktisch immer einen Heiligenschein gemalt. Der ist hier weggelassen. Und dann ist der Thomas. Der Thomas, der schaut, wo der Finger also fast ein bisschen reinsticht, oder? So zum Schauen. Es tut fast ein bisschen weh. Ich habe, als ich das gesehen habe, habe ich so an eine medizinische Behandlung fast eben gedacht. Da geht er hier rein. Der Thomas, wenn er genau anschaut, die Frauen sehen das vielleicht schneller als die Männer, aber ich will das niemandem unterstellen. Sie sehen beim Thomas oben das Kleid ist gerissen. Da müsste man einen Faden und ein Nödel nehmen und ein bisschen etwas machen dann gerade. Und wenn man ganz von oben geht, wenn man seine Fingernägel anschaut, sieht man, dass die nicht irgendwie nach den Hygienevorschriften, die aktuell gelten, im medizinischen Bereich, dass das ist. Genau. Und dann sieht man hinten dran, sieht man einen, der so eine ziemliche Glatze hat. Das ist vielmal in den Bildern. Der Petrus wird mit einer Glatze dargestellt, ein bisschen älter und höchstwahrscheinlich der Johannes, ein bisschen jünger, die schauen im Thomas über die Schulter und verfolgen mit voller Konzentration, was da ist. Was mir sehr an diesem Bild gefällt, ihr kennt vielleicht andere Bilder, wo Jesus und auch die Jünger so wie perfekte Menschen dargestellt sind. Also die haben keine Runzeln, die haben wunderbar wallende Kleider, die schön gemacht sind und alles ist super und so. Das gibt es ja auch. Beim Caravaggio sind das ganz normale Menschen. Das gefällt mir. Also die vier, das ist ein bisschen wie du und ich. Also aus dem gleichen Holz geschnitzt wie wir, sage ich mal. Das sind Menschen, die gezeichnet sind vom Leben, vom Arbeiten, von Entbehrungen, von Schicksalsschlägen. Und wenn ich die so anschaue, dann denke ich fast noch ein bisschen von Wind und Wetter gezeichnet. Wenn wir einmal hören, der Petrus, ein Fischer, also das ist ja nicht eine wahnsinnig romantische Sache gewesen, am See Genezareth zu fischen. Also da bist Wind und Wellen ausgesetzt gewesen und die Sonne hat die Haut geerbt und so weiter. Also Menschen, die nicht kosmetisch aufbereitet sind, Menschen, die gezeichnet sind vom Leben, Menschen wie du und ich. Und dann das Kleid von Jesus. Ist das überhaupt ein Kleid, habe ich mich gefragt. Es ist höchstwahrscheinlich ein Leichentuch, wenn man genauer anschaut, wo Jesus drin eingewickelt war zum Begräbnis. Also man sieht an ihm Zeichen von seiner Passion, die Wunde, Zeichen vom Tod, das Leichentuch, wo er eingewickelt war. Und Jesus hebt das Leichentuch mit seiner rechten Hand, damit die Wunde für Thomas sichtbar wird. Und die beiden Hände, die Hand von Jesus, die Hand von Thomas, ich finde das noch wahnsinnig schön, er tut sie wie so zärtlich heben und führen. Also Jesus geht auf den Wunsch von Thomas ein, das ist ja verrückt. Oder er führt ihn in diesem Prozess, in diesem Moment. Das heisst,
Er akzeptiert das, dass das für ihn schwierig ist und er hilft ihm, jetzt wirklich auch einen Durchbruch zu haben und Jesus zu vertrauen, dass er tatsächlich auferstanden ist. Der Thomas, es ist ein bisschen unglaublich, was aus dem geworden ist. Eben hat der Ruf, dass er der ist, der jetzt quasi der Zweifler ist. Es ist schon ein bisschen angeklungen im Anspiel. Das ist wie wir machen das ja manchmal auch, wir reduzieren jemanden auf ein Adjektiv. Also, habt ihr das auch schon über jemanden gemacht? Ja, er ist immer so. Oder sie ist halt so. Oder? Und dann kommt irgendein Adjektiv und der Mensch wird quasi, das greift ja immer viel zu kurz, wird dann auf ein Adjektiv reduziert. Oder manchmal machen wir das auch bei ganzen Gruppen in der Gesellschaft, um dann zu sagen, ja, die sind halt alle so. Oder? Aber wir alle wissen genau, das stimmt ja manchmal ein bisschen und manchmal stimmt es auch überhaupt nicht. Und eben der Thomas hat jetzt einfach den Ruf, er sei der Ungläubige und der Zweifler. Aber wenn man genau anschaut, dann sieht man, dass das zu kurz greift. Ich verstand, er ist am ersten oben nicht dabei gewesen. Soll er jetzt einfach glauben, was ihm die anderen erzählen? Ich denke, das ist wirklich eine Frage. Überlegt euch das. Wir sind jeden Tag herausgefordert. Glauben wir das, was andere uns erzählen? Also ich würde sagen, ich kann keine generelle Empfehlung rausgeben, das zu machen. Es wird auch in diesen Tagen so viel Unsinn erzählt. Sollen wir dem allem vertrauen? Nein, bitte nicht. Man soll es prüfen. Man soll es überlegen, wenn es Hand und Fuß hat. Dann sollen wir dem vertrauen. Wenn Jesus, ich tue es jetzt auf diese Seite bürsten, wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist, ja, dann sollen wir dem vertrauen. Ja, was braucht es dafür, dass wir wirklich auch eine Gewissheit haben, dass das tatsächlich der Fall ist? Ja, dass wir ein paar Leute, die glaubwürdig sind, die selber dabei gewesen sind, die müssen das können bezeugen, dass das tatsächlich so ist. Und darum glaube ich eben auch, dass es die Fülle von diesen Zeugen gibt. Das ist so weltbewegend, da kann nicht einfach jemand kommen und sagen, ja, los jetzt, das ist so und so, sondern das müssen viele erlebt haben, dass das auch glaubwürdig ist, dass das so ist. Der Thomas reagiert völlig nachvollziehbar. Er will selber sehen, er will selber hören. Und Jesus ist so barmherzig, dass er auf diesen Wunsch tatsächlich eingeht. Eins ist der Thomas sicher nicht, er ist nicht leichtgläubig. Er ist nüchtern, heute würde man vielleicht sagen, er ist kritisch, er ist aber auch bodenständig. Jesus geht auf das ein, auf diesen Wunsch. Jetzt, wo der Thomas den Auferstandenen vor sich hat, jetzt sieht er es. Und ich bin ein bisschen unsicher, ob die Szene, die hier gemalt ist, ob die tatsächlich so ist. Ob er tatsächlich, er ist eingeladen worden von Jesus, also, komm mit deinem Finger, schau meine Hand, reich mir deine Hand, leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig oder gläubig. Aber ich habe mich gefragt, braucht das der Thomas jetzt? Also jetzt, wo er es vor Augen hat. Braucht er das noch? Also muss er noch anlegen? Im Evangelium wird das in der Schwäbung gelassen, ob er es dort so gemacht hat. Der Rembrandt, ein anderer grosser Maler, da zeigt uns die Szene einfach, dass Jesus im Thomas seine Wunde mal zeigt und der Thomas einfach anschaut, sieht. Liebe Gemeinde, natürlich hat der Thomas zweifelt. Zu Recht hat er zweifelt. Zum Glück hat er zweifelt. Zweifel an sich, das muss man manchmal in den gläubigen Zusammenhang sagen, Zweifel an sich ist nichts Schlechtes. Auch nicht bei Männern und Frauen und Kindern vom Glauben. Zweifel gehört zu einem gesunden Menschsein. Zweifel ist hilfreich und schützt uns davor, dass wir auf Humbug reingehen. Ja, überlegt mal, wenn jemand ein Geschäft hat und nie daran zweifeln würde. Man muss einen Vertrag abschließen, oder? Und nie daran zweifeln, dass da vielleicht etwas noch schief könnte drin sein. Oder ich leite in der Stadtmission verschiedene Sachen, unter anderem eine Seniorensiedlung. Man macht regelmässig
lassen wir einen Polizist kommen, weil wir wollen, dass unsere Leute zweifeln. Wisst ihr warum? Wegen den Enkeltricks. Habt ihr auch schon gehört von denen? Der Enkeltrick. Wehe, wer nicht zweifelt, wenn er so einen Anruf bekommt. Sali, Onkel Fritz. Das Stimme noch nie gehört. Wer ist das? Ja, weisst du, ich bin da sowieso. Ich bin damals vom... Du kennst mich doch. Aha. Wer ist das? So. Ja, am Schluss endet es ja damit, dass man an einen Bankomat gehen und irgendwie Geld abheben. Und dann, also ihr leset ja die Geschichten immer wieder. Dann gehen 10'000, 20'000, man liest Beträge bis zu 100'000, wo jemand dann abhebt. Also ich wundere mich, dass man das auf der Bank dann einfach so bekommt. Das ist für mich erstaunlich. Also der Schalterbeamte sollte ja auch noch eine Frage stellen vielleicht, aber egal. Und dann händigt das jemand in einer Person aus, die ihm völlig unbekannt ist, die ihm einfach eine falsche Welt vorgespielt hat. Ja, bitte. Hoffentlich zweifelt man in so einer Situation. Oder? Hoffentlich glaubt man das nicht. Weil das kann böse ausgehen. Also das sind wirklich tragische Geschichten. Ich will ein bisschen eine Lanze brechen von der Thomas. Ihr merkt es. Also es ist gut, wenn wir einmal kritisch sind. Wir sollen nicht naiv sein. Es ist gut, wenn wir nachfragen. Es ist gut, wenn wir den Boden von der Tatsachen spüren. Das gehört zum Glauben mit dazu. Das ist voll okay. Auch bei Jesus. Jesus würdigt das. Aber ich will noch die andere Seite auch erwähnen. Wenn Menschen nur mit Zweifeln im Leben unterwegs sind, wenn sie alles, was sie hören, wenn das alles in Zweifel gezogen wird, das wissen wir natürlich auch. Das ist nicht gesund. Aber wer von uns könnte behaupten, er oder sie hat noch nie einen Zweifel gehabt? Einen Zweifel an sich selber vielleicht? Schaffe ich das? Genüge ich den Ansprüchen? Genüge ich den Ansprüchen in der Familie? Im Beruf? Kommt es gut mit meinem Leben? Vielleicht habt ihr auch mal einen Zweifel gehabt. Oder Zweifel an anderen Menschen. Ich sage mal so ein bisschen Zweifel im Bereich von der Liebe, Zweifel beim Beruf und Zweifel beim Geschäften. Kann ich ihm oder ihr vertrauen? Das ist eine Frage, die ich mir vielmal stellen muss. Also bei allen, die geschäften, können ihr vertrauen? Glaubt ihr, dass der dann zahlt? Funktioniert denn das? Oder in der Liebe? Also kann ich dem Menschen vertrauen mit meinem ganzen Leben? Wenn ich mich auf eine Beziehung, auf eine Verlobung, auf eine Ehe, auf eine Familiengründung einlasse. Liebt der Mensch mich wirklich? Und natürlich auch Zweifel an Gott. Ist er da? Ist er real? Haben wir uns das nicht nur einbindet? Hat er auch jetzt, heute, in dieser seltsamen Phase, wo wir jetzt gerade erleben, hat er die Sache immer noch im Griff. Kommt er zum Ziel von seiner Geschichte mit deinem Leben und meinem Leben und mit dem Leben von dieser Welt? Ja, man kann sich schon Fragen stellen. Hört Gott, wenn ich zu ihm rufe und bete? Und das Tröstliche für mich ist in der Bibel, dass die Männer und Frauen und Kinder vom Glauben, die uns hier vorgestellt werden, eben keine Übermenschen sind. Das sind Menschen wie du und ich. Das sind Menschen, die in den Psalmgebet auch ihre Fragen, ihre Zweifel, ihre Angst zum Ausdruck bringen. Ungeschminkt, ungeschönt, in allen möglichen und unmöglichen Lebenslagen. Und das Geheimnis vom Gebet ist ja genau, und das finde ich das Tröstliche, mit all dem, das sprechen wir vor Gott aus. Wir sind immer noch vor ihm. Wir sagen das ihm. Wir vertrauen das ihm an. Mich beeindruckt an dieser Ostergeschichte, wie liebevoll, wie sorgfältig und wie barmherzig Jesus auf die berechtigten Zweifel von Thomas eingegangen ist. Sein Weg führt vom Fragen, vom Zweifeln zum höchsten Bekenntnis und zur tiefsten Einsicht, die von mir aus gesehen in den Evangelien festgehalten ist. Er sagt nämlich am Schluss, mein Herr und mein Gott. Du, Jesus, dir gehört mein Leben. Mit allem, was dazugehört. Bestimm du, sei du mein Herr. Ich gehöre dir für Zeit
und Ewigkeit. Präg du, wer ich bin, wie ich bin, wie ich lebe, wie ich meinen Weg gehe, im Leben und im Sterben. Mein Herr und mein Gott. Und wenn ihr ganz vieles vielleicht vergesst von dieser Predigt, vergesst das nicht. Der Ausruf, sage der Jesus, das ist mein Herr, das ist mein Gott. Das ist der, der mich unendlich liebt, der mich nie fallen lässt, der am Kreuz alle meine Schuld und die Schuld von der ganzen Welt trägt und am Ostermorgen auferstanden ist und seine Kraft ist so stark, dass ich heute und morgen wieder aufstehe. Dass dann, wo ich gefallen bin, dass das nicht zu Ende ist, dass es weitergeht, dass eine Kraft da ist, die mich wieder aufnimmt und die mich weiterführt zum Ziel. Ich mache eine kleine Klammer am Schluss. Ihr wisst vielleicht, in Indien wird der Thomas sehr verehrt. Die indischen Christen, und es gibt Hinweise darauf, dass der Thomas, der Apostel Thomas, der Jesusjünger, nach Indien gegangen ist und den Menschen dort das Evangelium gebracht hat. Das ist nicht in unserer Bibel drin, das sind andere historische Quellen. Und er habe dort den Märtyrer dort erlitten. Also ein Jesusjünger, sein Leben ist ja weitergegangen nach dieser Geschichte, wo anderen das Evangelium weitergegeben hat und das Bekenntnis, Jesus, mein Herr und mein Gott, durchgehalten hat. Ich möchte abschließen mit einem Gebet. Ich kenne es vielleicht. Ein Gebet von einem Schweizer. Ein Gebet von einem Schweizer, der vor mehr als einem halben Jahrtausend gelebt hat. Man kennt ihn unter dem Namen Niklaus von Flüe. Die Katholiken sagen, der Bruder Klaus. Und er hat ein wunderschönes Gebet ist hinterlassen, wo genau auf dem aufbaut, wo die Worte vom Apostel Thomas aufnimmt. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führe zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. So geht hin in der Kraft von dieser Botschaft. Die Auferstehungskraft ist nicht eine Theorie. Die ist in uns. Die ist in unser Leben hineingegeben. Die ist dir gegeben für diese Woche, für diesen Tag, für das nächste Jahr, für alle Fragen. Da ist eine Kraft da, die dich wieder aufstehen lässt. Die dich weitergehen lässt. Eine Kraft, die dir Kraft gibt, zum Vergehen, was schiefgegangen ist. Eine Kraft, wo mit dir ist bis zu deinem letzten Atemzug. Vertrau dich dem an, der gekreuzigt und auferstanden ist. Amen.